Ach nö, huch! Kaum ging alles gut, kaum sind wir kurz davor gewesen, die Stadt von nebenan zu betreten, ein neues Gebiet. Und was jetzt geschehen? Meine Kameraden wurden vom dunklen Fürsten entführt und ich habe anscheinend all meine magische Kraft verloren. Wo sind denn die anderen? Oh, schwere Zeiten, was? Der dunkle Fürst Seth war in der Nacht zu Besuch. Er hat deine Freunde verschwinden lassen. Nicht mal ich kann dir sagen, wohin er sie entführt hat. Und ich bin der allmächtige Horst. Aber wenn du dich beeilst, kannst du sie vielleicht retten. Dann darf ich keine Zeit verlieren. Moment mal. Moment, huch! Ach, noch was. Alles, was du konntest, ist auch weg. Ein Nebeneffekt der Magie des dunklen Fürsten. Aber weil ich. Naja, weil du das Amulett des allmächtigen Horst, also von mir, dabei hattest. Naja, bist du ansatzweise verschont geblieben. Klasse Techniken, Fähigkeiten, alles weggezaubert. Was? Das macht es dir, Gämpf, natürlich nicht leichter. Deshalb verleihe ich dir jetzt neue Kräfte. Du kannst sie auswählen. Let's go. Übrigens, es stehen ein paar neue Klassen zur Auswahl. Okay, mal sehen. Also, die Magierklasse ist jetzt weg. Wir haben noch Krieger, Priester, die Popstar, Katze und heute Forscher. Ja, das passt jetzt alles irgendwie nicht so recht zu mir. Dann fangen wir mal an, mit der Macht der Wissenschaft weiterzumachen. Aha! Die Zeit der Magie ist vorbei. Die Zeit der Forschung kommt herbei. Wendet die Macht der Wissenschaft und Technik an, um Gegner zu besiegen. Phantom wurde zum Forscher und hat eine neue Frisur gekriegt. Nun gut, jetzt breche auf, Phantom. Oh, mit der Macht der Wissenschaft werde ich es schon irgendwie schaffen. Inzwischen an einem weit entfernten Ort. Zu einer weit entfernten Zeit. Im Reich der Dunkelheit. Uff! Wo um alles in der Welt sind wir hier? Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass unser dunkle Fürst angegriffen hat. Also hat er uns hier abgesetzt, die Scheusal. Moment mal, wo ist ein Phantom? Er ist weg. Phantom kann gut auf sich aufpassen. Und er wird uns retten kommen, ganz sicher. Vollkommen richtig. Jawohl, auf Phantom ist Verlass. Keine Sorge, irgendwann werde ich euch schon retten. Tja, Manni. Nein! Nicht so! Och nö, Manni ist er, sag auch auf Level 1 wieder? Tja, Manni. Jetzt sind nur noch vier hier. Ja, in der Tat, jetzt sind bloß noch wir hier. Tja, das bringt ja irgendwie alles nichts. Und Gold zum Ausgeben haben wir auch nicht da. Ah, die Spielhalle, die Spielhalle. 10 HP Bananen. Komfortreiseticket. Nee, aktuell geht das nicht. Wir müssen aufbrechen. Komm schon, Manni. Nur wir beide können jetzt ins Königreich von nebenan gehen. Oh, nebenbei treffen wir jetzt auch noch den großen Weisen. In der Wüste von nebenan. Dann los, Manni! Wir werden es schon irgendwie schaffen!
wohl an. Sieht aus, als wäre hier irgendwas vergraben. Dann graben wir auch mal. Wie jetzt? Nichts gefunden? Ich würde mal sagen, wir graben mal ein bisschen weiter. Nur noch ein bisschen. Und wir finden ein wenig Gold. Ja, wirklich ein wenig Gold. Aber egal, weiter geht's. Was war noch gleich mein Ziel? Ah ja, für Miitopia. Und ja, die Gegend hier war ziemlich verlassend. Für einen Forscher und sein Pferd. Doch egal, mein Reagenzglas ist so stark wie noch nie. Gewonnen. Aber wir fangen natürlich wieder einmal bei Null an. Für Miitopia. Es wird aber ganz schön anstrengend jetzt. Phantom kann vor Hitze kaum noch stehen. Oh! Ist das etwa... Hippie, ein gemütlicher Stuhl zum Ausruhen! Nein! Ein kleiner grüner Kaktus war natürlich hier. In der Wüste, das tat gut. Kaktus-Akupunktur genossen. So geht es dann mal weiter. Ich komme auch allein zurecht. Ich schaffe das. Warte. Aber trotzdem, mein Ziel vor Augen habe ich leider nicht. Und kriege es jetzt mit einem Kaktus Pokey zu tun. Manni, zu Pferde greifen wir an. Aber wie es auch leider aussieht, den Großteil unserer Kraft haben wir verloren. Auch Manni hat ein bisschen seine dämonischen Aura verloren. Impuls gelernt. Bestätigt die Daten eines Gegners, um ihn zu verletzen. Magie. Und ein bisschen Kaktussaft. Ah, verdammt, wir müssen wirklich wieder mal etwas futtern. Und weitere Spielscheine kriegen. Yay, ein Gasthaus! In der Wüste. Macht dir auch so einen Sinn, ein Gasthaus in der Wüste aufzustellen? Es ist halt ein magisches Gasthaus. Ein Haus, das quasi einem Wohnwagen gleicht. Und von Ort zu Ort zieht. Oh, hä? Besuch? Oh, ist alleine reisen hart. Ja. Du hast lange genug gewartet. Ein paar Minuten. Ich habe ein neues Mitglied für dein Team angeworben. Oh! Ein neues Mii, das dich auf der Reise in ein neues Land begleitet. Na schön! Dann fangen wir mal an! Mit einem Mii. Miitopia-Speicherdaten? Ja, mit einem Mii, was wir zuallererst mal erstellt hatten. Vor langer, langer Zeit. Dämona. Seit ihrer Erstellung, wie schon mal kurz erwähnt gehabt, habe ich sie ein bisschen, naja, angepasst mit ein paar Zeichen im Gesicht. Dann er sagt sowieso ein paar zugenähten, naja, Narben. Mal sehen. Sie ist auf jeden Fall ein aktiver Dämon. Alles andere würde nicht so recht passen. Ich bin Dämona und ich bin eine aktive Unholdin. Das lilane Gewand passt eigentlich auch nicht so ganz zu ihr, aber hey, warum nicht? Unholden Dämona ist aufgetaucht. Hi.
Ich bin Demona, eine Unholdin. Ich werde für dieses Team mein Bestes geben. Jo. Demona ist sehr unerfahren. Pass gut auf sie auf. Das werde ich. Nun, ich habe noch zwei Mitglieder für dein Team engagiert. Bald sollten sie hier sein. Reise mit deinem neuen Team, bis du deine Freunde befreien kannst. Oh. Na gut, dann werden wir mit... Verdammt nochmal jetzt. Zeit für einen kleinen Kinobesuch. Oder nee, einen Büchereibesuch. Das wäre jetzt erstmal besser. Und wisst ihr auch weshalb? Weil wir müssen ein paar Informationen über das Land von nebenan in Erfahrung bringen. Wollen wir in der Bücherei was lesen? Mach dich mal locker, Phantom. Ach, sind alle aufs Flüge so. Wie dem auch sei. So oder so erstmal ein paar Informationen. Ist das Buch gut? Yep. Dann will ich es auch mal lesen. Ein Reiseführer für nebenan. Kein Problem, lesen wir es einfach zusammen. Kann ich umblättern? Warte, bin gleich soweit. Gut, ein bisschen Teufelstorte gab's dann. Dann gehen wir noch mal kurz ins Café. Olé. Und werden dann auch noch ein bisschen unsere nächste Planung mal besprechen. Seite an Seite wie ein Buch. Und so war es gewesen. Das Monster war eine ganz schön harte Nuss. Das kannst du laut sagen. Ohne dich hätten wir echt alt ausgesehen, Demona. Das stimmt. Für dich gebe ich halt immer mein bestes, Phantom. Zwei Freundschafts-Level-Ups. Flüchtige Bekannte angeben erlernt. So machen wir das und nicht anders hier. Jetzt so einen kleinen Ausflug ins Kino. Und dann sind wir auch schon bereit. Was, ich soll mir die Haare kämmen? Es ist eine Perücke. Weshalb sollten wir eine Perücke kämmen? Schnief. Alles in Ordnung, Demona? Das ist alles so ergreifend. Na dann? Oh Gott. Das ist doch bloß die Werbung. Über Spülmittel. Na egal, Werbung hin, Werbung her, futtern wir erst einmal was. Mal sehen, für was ist sie eigentlich zu gebrauchen? Ich glaube, Magie ist ausschlaggebend hier. Okay, ich glaube, für Demona scheint wirklich Magie ausschlaggebend zu sein.
Aber wartet mal, wo wir jetzt eigentlich schon mal einen guten Freundschaftslevel zu dem Monat... Oh! Fledermauskostüm! Ich kann's verstehen, dass sie das haben will. Aber eigentlich wollte ich jetzt, naja, unsere Gruppe ein bisschen umverteilen. Ja, und ich habe natürlich nur eine Banane gekriegt. So, auf geht's. Neue Abenteuer erwarten uns. Und vor allem auch erstmal der große Weise. Darüber hinaus ist auch noch der Gourmet-Zombie. Und dann auch noch Gott. Der Quizmaster. Wo habe ich also jetzt... Wo ist sie nur? Wo sind meine Bomben? Seltsam, die scheint wie vom Erdboden verschluckt. Sie muss doch irgendwo hier sein. Let's play Markus? Ach, du bist es. Neue Frisur? Ich habe von deinen Heldentaten gehört. Du hast dein ganzes Königreich gerettet. Ausgezeichnet. Naja. Aber ganz nebenbei. Hast du eine neue Frisur? Hast du hier zufällig eine Lampe herumliegen sehen? Nö. Zu dumm. Ich habe nämlich eine sehr wichtige Lampe verloren. Genauer gesagt, eine äußerst gefährliche Lampe. Falls du sie finden solltest, fass sie auf keinen Fall an. Das könnte sonst ein böses Ende nehmen. Aber gut, wo ist jetzt die Bombe abgeblieben? Tja, so viel dazu. Er vermisst also eine Bombe, Lampe. Na gut, Dämona, los geht es! Wir legen jetzt mal los, flink wie ein Wiesel. Es ist echt anstrengend, auf so viel Sand zu laufen. Mag sein, aber sieh's mal positiv. Das ist gutes Training. Morgen hast du bestimmt einen fetten Muskelkater. Das macht es nicht besser. Einen fetten Muskelkater zu haben. Naja. Weiter geht's, Dämona. Hui, wir laufen durch den Sand. Mal sehen, Abkürzung, sicherer Weg. Hey, ich will die Abkürzung. Eine Abkürzung verspricht Gefahr. Oh, nee. Greife. Ja, Manni, wir greifen dann jetzt an. Schnauben wir los. Los, mach schon, Pferdeschnaufer. Und Dämona? Ich glaube, ich sollte den sicheren Weg nehmen. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, ich sollte den sicheren Weg nehmen. Und vielleicht ein Reagenzglas erstmal einkaufen. So ein Mist. Wischiwaschi, wusch und weg. Phantom macht sauber jeden Dreck. Fantastische Arbeit. Dafür ging bis jetzt alles noch nicht gerade so grandios auf. Meine Pläne waren aktuell für nichts und wieder nichts da gewesen. Na gut,
Wir nehmen dann jetzt erstmal den sicheren Weg. Mit dem sicheren Weg wird das schon irgendwie klappen. Und los! Pass auf, dass du nicht stolperst. Und dann erstmal aufpassen, dass diese keine Greife hier über den Weg laufen. Ist das überhaupt die richtige... Naja, Mehrzahl für einen Greif? Greife? Greifige? Ah, paar normale Kobolde. Wie nett! Impulsmagie! Okay, neue Technik. Hacking wurde aktiviert. Impuls! War ja heftiger als erwartet. Tja, ging besser als erwartet. Naja, es lief besser als erwartet. Wir waren ja auch schon ein bisschen besser. Diese Hitze. Ich schmelze, zerfließe. Kann mich irgendjemand die Sonne abstellen? Nichts leichter als das. Dank meiner Zauberkräfte ein Kinderspiel. Wie bitte? Huckelpuckel. So, fertig. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Naja, es dauert halt 6 Stunden, bis die Wirkung eintritt. 6 Stunden? Na, das dauert wohl noch ein bisschen länger. Hetz mich für blöde? Ach, war doch bloß ein Witz. Gehen wir zum Gasthaus, essen wir erstmal was. Oder holen uns erstmal ein paar Level-Ups. Und ansonsten eine Kumuluswolke muss immer als erstes besiegt werden. Alles in Ordnung? Demona, danke! Ach Gott, wir müssen wirklich um einiges stärker werden. Vor allem aber auch Demona. Ja, vor allem Demona muss um einiges stärker werden. Aber gut, der freche Piekser wurde gelernt. Piekser ein Gegner mit einem Piekser aus Finsternis. Magie. Weitere Erfahrungspunkte müssen da auch her. Und gegrillten Skorpion sowieso. Ich bekomme langsam Hunger. Wenn das so ist, du kriegst den gegrillten Skorpion. Hä? Was ist jetzt los? Was um alles in der Welt? Eine Dämonastatue. Oh! Es war nur ein Traum. Ein wunderbarer Traum, wodurch wir wieder unsere Lebenspunkte und Mana-Punkte gekriegt haben. Oh, verdammter Mess. Los, Impuls! Die Kumuluswolken sind auch gefährlich. Aber irgendwie mit der Macht der Wissenschaft werden wir das schon schaffen. Naja, Wissenschaft und Magie ist beim besten Willen nicht so unterschiedlich. Muss man natürlich auch so sagen. Und jetzt auch noch der Popo-Piekser. Piekser, ein Freund sanft, damit er an deiner Stelle angreift. Wie dämonisch. Und meine armen Beine. Das Laufen durch Wüstensand ist wirklich nicht gerade sehr entspannt.
Aber gut, das Gasthaus haben wir gleich erreicht. Dann gibt es erstmal gegrillten Skorpion. Und dann machen wir sowieso mit beim Quiz. Oh, wieder Besuch. Oh, jemand will sich dir anschließen. Nein, nicht neu erstellen, verdammt nochmal. Das war falsch. Wählen. Aus den Miitopia-Speicherdaten. Denn jetzt haben wir einen Muskelkater hier. Lionheart. Ja, er ist lässig. Miau. Zierliche Tatzen, putzige Schnurrhaare, alles zerfetzende Krallen. Noch Fragen? Nein. Ich bin Lionheart und ich bin eine lässige Katze. Hey, bin ich hier richtig? Ich bin Lionheart. Und du bist? Ich bin Phantom. Eigentlich Magier, jetzt Forscher. Hurra, ich freue mich schon auf gemeinsame Abenteuer. Lionheart hat sich dir angeschlossen. Tja, wir haben jetzt einen Muskelkater. Passt zwar nicht so ganz zusammen. Warte mal, wir würden dann eigentlich auch den Kater zum Pferde mal packen. Aha, fantastische Erinnerung. Woher kam die Sternschnuppe? Ich habe rein gar nichts davon verstanden, was sie mir gesagt hat. Aber ich weiß auf alle Fälle, dass wir mit unserem neuen Kumpel Lionheart erstmal ein paar Ausflüge machen müssen. An den Strand! Wollen wir an den Strand? Ist auch ein bisschen beleibt. Der Gute. Aber hat dafür, er sagt, eine tolle Löwenmähne, einen tollen Bart. Komische Verrenkung. Ist das Yoga? So, genug aufgewärmt. Ach, das war nur ein Aufwärmtraining. Ein Gorilla-Shake. Aber wenn das Aufwärmtraining am Strand jetzt erstmal so vorbei ist... Tja, dann will ich erst... Warte mal, woher kriegen wir jetzt eigentlich auch einen Strand her? In der Wüste. Ups. Ihhh. Voll erwischt. Ja, noch was? Wasserschlacht! Welch entspannter Tag am Strand. Angeben wurde erlernt. Vielleicht machen wir noch einen Büchereiausflug. Die Macht der Freundschaft muss stärker werden. Außerdem müssen wir auch noch beim Quiz mitmachen. Du Phantom? Hä? Diese Dinger, mit denen wir das Pferd steuern, wie heißen die nochmal? Zügel? Zügel, das sind Zügel. Sowas sollte man aber wissen. Oh, wirklich? Und was mit dem Teil, wo man drauf sitzt? Ich glaube, es geht los. Das ist der Sattel. Wieder was gelernt. Und der Teil vom Pferd, das klapper die Klapp macht? Das sind natürlich die Zehennägel. Die korrekte Antwort wäre Hufe gewesen.
Na gut, es war jetzt mal wirklich besser als nichts gewesen. Warte mal. Wir gehen mal zurück zu Manny, Demona und Lionheart. Müssen die ein bisschen besser kennenlernen. Dann fangen wir sowieso an mit dem Gorilla-Shake. Lionheart ein bisschen aufzubessern. Was, er ist schon satt? Was war in dem Shaken drin? Verdammt nochmal. Besonders leckere Items haben wir jetzt ja nicht gerade gehabt. Aber dafür gibt es jetzt eine dämonische Gabel. Aus Silber. So, verstanden. Tja, dann geht's jetzt mal los, Lionheart. Wir machen uns auf den Weg zum Quizmaster. Hey, du da, hör mir mal kurz zu. Wer könnte immer weiter spielen? Ich, der einzig wahre Quizfreak. Gott. Nicht der Gott, aber ein Gott. Du siehst aus, als könntest du das Original erkennen. Willst du mein Quiz, wer ist das Original, ausprobieren? Au ja! Lass uns gleich anfangen. Wer ist das Original? Es gibt drei Fragen, fangen wir an. Frage 1. Wer ist Demona? Gut gemacht. Tja, man muss schon wissen, wie sie ohne Perücke aussieht. Frage 2. Wer ist Oma Hilde? Ganz einfach. Gut gemacht. Frage 3. Ernsthaft? Starke Leistung! Das letztere war nicht schwer gewesen, wenn man sich selbst auswählt. Glückwunsch! Du hast mich glatt geschlagen! Was, wir kriegen da doch bloß Bananen? Man sieht sich! Naja, er ist immerhin bloß ein Gott! Nicht der Gott, ein Gott! Na gut, dann brechen wir mal weiter auf! Und los geht's! Was der Tag wohl bringt? Ich leiste dir nur meinen Beitrag. Sagt dem Monas sagen einen Schlachtruf? Aber hallo! Oh, lass ihn hören! Mal sehen. Schlachtruf von Demona. Mir fällt dazu nichts anderes ein als dann Macht der. Moment. So, Macht der Dunkelheit. Macht der Dunkelheit! Jo, nicht schlecht! Schön! Da mal ran an den Speck! Attacke! Mit ordentlich viel Kacke! Ah ja!
Wir haben ein Weibsbild, recht beleidigend, und einen Kobold hier. Na gut, das Weibsbild erledige ich mal. Impulsangriff! Nicht übel. Spitzenleistung, Phantom. Wow. Ein Kompliment von Demona. Erste Lassie-Aktion. Schwachpunkt finden. Lässig. Bam. Naja. Ein Kinderspiel, aber anders wäre es ein bisschen besser gewesen. Aber Level Up für Lionheart. Krallenwetzen gelernt. Schärfe die Klauen, damit der nächste Angriff stärker wird. Bonus-EP auch noch für Lionheart. Und dieser Toast wäre sagt wirklich ideal. Für ein Frühstück. So, welchen Weg hätten wir jetzt hier? Gehen wir mal geradeaus. Dann holen wir uns noch ein bisschen Futter. Und Rennen hält fit, versteht sich. Letzte Aktion des heutigen Tages. Money! Legen wir los, Schnaubangriff! Huh! Lässig! Wieder mal eine Schwachstelle gefunden. Tja, ich hätte ewig so weitermachen können. Mit der Macht der Wissenschaft haben wir das Ganze wieder mal gepackt. So geht's dann jetzt mal weiter. Gasthaus gefunden. Leute gerettet, die Macht des Horst steigert sich erneut. HP und MP verstärkt. Und die Ruhezone ist jetzt noch ruhiger. Ja, man erholt sich jetzt schneller. Wunderbar. Hohoho, die Dankbarkeit der Geretteten hat eine neue Kraft in dir erweckt. Wahrlich, du bringst die Hoffnung zurück nach Midopia. Und nun widme dich wieder dem Besiegen schrecklicher Monster. Den nächsten Bonus erhältst du, wenn du 350 Leute gerettet hast. Also rein, hoho. Tja, hauen wir mal rein. Hauen wir mal rein. Warte mal, Lionheart. Und Money wollen sie also ein bisschen besser kennenlernen. Zeit für Striegeln! Das könnte man schon als sexuelle Pferdebelästigung gelten lassen. Hat vielleicht ein klitzekleines bisschen zu lange gedauert. Na gut, geben wir erstmal ein bisschen Geld aus für ein paar neue Tatzen. Gefleckte Pfoten. Und dann an unserer Stelle, ja, der neue Laborkittel. Oder auch Experimentkittel genannt. So, dann erstmal weiter futtern. Koboldschinken für den Angriff. Also, gegrillten Skorpion mag, wie es aussieht, jetzt aktuell niemand. Thank you.
Tja, manchmal muss man auch mal was essen, was einem nicht schmeckt. So würde ich das jetzt mal sagen. Mal sehen, Economy, Kinderportion. Ja, ich denke mal, es ist recht ausgeglichen jetzt. Gut, ein Economy-Reiseticket. Reisepass, Geld, frische Unterwäsche, Selfie-Stick. Komm, die Reise geht los. Besser hätte es jetzt nicht laufen können. Eine kleine Reise auf eine kleine Insel. So steigert sich die Freundschaft auf allemal. Ich bin total kaputt von der ganzen Reiserei. Aber es war toll, oder? Das ist ja enttäuschend jetzt gewesen. Naja, Bonbons braucht man ja sowieso ja auch noch, aber... Trotzdem, so ein Economy-Ticket wäre jetzt das Idealste gewesen. Naja, ein paar Erfahrungspunkte. Auch nicht schlecht. Wow, das war wenig. Na gut, dann weiter geht's. Die nächste Reise wird beginnen. Sodass wir dann im nächsten Part zum Zombie gehen. Und damit sage ich dann jetzt auch erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Wir sehen uns dann in der Oase mal wieder.